Ich sehe nur noch nichts, deswegen kurz warten. Jetzt mal wieder was sehen. Und jetzt müssten wir auch ein flüssiges Bild wieder haben. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal kurz entschuldigen für die Unannehmlichkeiten. Aber auch für das Feedback bedanken. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch Feedback, ob wirklich alles wieder okay ist. Dann sind wir komplett beruhigt. Ja, also stimmt. Also ich habe es hier testweise am Laufen. Läuft, ja. Das heißt, wir sind wieder schön rund unterwegs. Jawohl, das Feedback kriege ich hier gerade auch. Das ist hervorragend. So, für alle, die jetzt den Führungswechsel verpasst haben. Kein Problem, das wechselt sich gleich bestimmt wieder zurück. Richtig, so, und dementsprechend können wir uns jetzt langsam konzentrieren. Wir kriegen jetzt noch einen ganz kurzen Bildsteher. Dann sind wir wieder voll da, das will ich nicht erschrecken. So, und jetzt müssten wir ein richtig schönes Bild haben. So, und hier sieht man, der Herr Wichler ist nicht so weit weg. Das sind gerade mal 4/10 und da vorne gehen die Überrundungen weiter. Richtig. Also, ja, also wie gesagt, wir hatten hier jetzt gerade einen Führungswechsel, leider genau in dem Moment, wo wir das Bild weggeschaltet haben. An dieser Stelle, wie gesagt, 1000-mal Entschuldigung. Dafür dürft ihr euch das vielleicht noch im Replay sieht man es auch nicht. Man könnte es auch nicht zurückspulen. Da müssen wir jetzt durch. Ja, ich denke mal, es gibt gleich wieder einen Führungswechsel vielleicht. Weiß ja nicht, was der Kollege Giermann jetzt hier macht. Der ist mir auf jeden Fall ziemlich zügig unterwegs. Vom Timing her können wir jetzt nochmal unseren Gesamtüberblick verschaffen. Da sieht es nämlich im Moment wie folgt aus. Wir haben schon einen Ausfall, nämlich den Steve Zeger. Das ist das No Limit LMP2 Auto. Was da los war, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus. Da müssen wir mal sehen. Ich weiß nicht, an dieser Stelle nochmal Anbrache No Limit, falls ihr irgendwie uns dazu was sagen wollt. Her mit den Infos. Und hier an der Spitze, wie gesagt, brennt gerade rein. So, ja, also ich habe auch übrigens nochmal die Info von VE bekommen. Danke an den Friedrich Laditz, dass der Stefan das Ding selber verschuldet hat. Das haben wir auch so gesehen, lieber Friedrich. Also ich denke mal, dass der Stefan irgendwo noch nach seiner Kaffeekanne im Fußraum gesucht hat, währenddessen er den Bremspunkt passiert hat, wollen wir das so sagen. Und dementsprechend hat das halt sah wohl eher so aus, als hätte der Bremspunkt ihn passiert. So ungefähr. So, was da jetzt mit dem Sinn passiert ist, weiß ich allerdings nicht. Also da hoffe ich, dass ich demnächst noch eine Info bekomme. Bis jetzt habe ich sie noch nicht. Vielleicht können wir mal das Outbox angucken, ob das ganz ist oder kaputt. Dann hätten wir schon mal eine Vorahnung, ob jetzt irgendwie Fahrfehler ist oder ein technisches Problem. Also das Auto ist kaputt, das kann ich schon mal sagen. Da fehlt es vorne. Okay. Da fehlt es vorne. Deswegen, ja. Muss da ein Unfall gewesen sein. Ja, wie gesagt, hier Spitze, die fahren da jetzt gerade mal ein bisschen in Schlagdistanz. Ich gucke trotzdem mal nebenbei weiter. Und die Plan, also um mal kurz die Platzierung durchzugehen. Die laufen so. Rüdiger ist am Plan vorbei. Rüdiger am Plan vorbei. Ach so, ist das. Vielleicht hat sich ja der Plan auch die Karre zwischendurch mal krumm gefahren. Da geht es nämlich genauso eng zu. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Währenddessen die sich hier gerade entspannt. So, hier, der Plan hat gerade noch einmal Plan geschmiedet. Leicht quer gekommen beim Ausbeschleunigen, das kann noch mal ganz böse ins Auge gehen. Der versucht nämlich hier gerade wieder seine Position zurückzuholen. Das ist Kampf um Platz 4, um Position 4. Jetzt nochmal trotzdem Schnelldurchgang, Position, Pichler, Müller, Wöhlicke, Plan, Kiermeier und Nevi, das waren die LMP1. In der LMP2 Jäger, Sonnenberg, Becker, Jonscha, Docker, der übrigens wieder erfolgreich zurückgefunden hat nach dem Ausfall im Qualifying, vor Matzenbacher und Fleming. Fleming, das ist übrigens das Auto von Seider gewesen, was da vorhin die Front bewertet hatte. Und dahinter ist noch Schröder, Andreas Schröder ist der führende, ich verwechsel den jedes Mal mit dem Schrödel.
Andreas Schröder ist ja der führende GD1, der führt gut 4 Sekunden vor Gödicke und Heinen. Wo ist denn der Engelhardt? Warum ist denn der so weit weg? Hinter Heinen Kappel, dann kommt erst Engelhardt, der gerade wieder auf dem Vormarsch ist. Vor, sehe ich das hier richtig? Ach nee, Düker ist ja der Lamborghini von VE. Das bedeutet, jetzt habe ich schon gedacht, das wäre der VE GT2. Nein, Düker ist dann der letzte der GD1 vor. Nee, ist eigentlich auch nicht richtig, aber dazu später mehr. Also Düker, dann kommt der führende GD2. Siegmann hat da die Führung übernommen vor Bartels im MTech, also Siegmann führt da. Hinter Bartels Schürmann, außen Geisler, dann GD1 Erzak, Beuys im GD2, Hunger GD2, Haverkamp im GD1 und Alex Sturm, last but not least, Schlusslicht in der GD2. Harald, sprich nun mal kurz weiter, ich habe hier schon wieder Infos bekommen. Ja, sehr gern doch. Also, nachdem wir hier einen schönen Ziehharmonika-Effekt sehen, die kommen nah ran, dann kommt Überrundung, dann sind wir wieder weg. Somit haben wir natürlich immer Unterhaltung. Jetzt ist es wieder eine Distanz, wo man sagen kann, jetzt könnte man vor der Parabolika attackieren. Das ist aber viel zu früh noch nicht. Also mit Schatten raus, nimm doch noch ein bisschen was mit. Er ist viel besser ausgekommen, aber ich denke mal, ja, da würde jetzt mal kurz mit dem Motorprogramm nachhelfen. Ja, und das sieht gut aus. Ja, geklappt. Und wunderbar. So, wie sieht's aus mit deiner Insider-Info? Jetzt gucken wir erstmal, ob es hier noch einen Gegenangriff gibt, weil das Ding ist noch nicht gegessen. Da hinten hinter gibt es noch Windschatten zu holen. Richtig, jetzt und zwar reichlich. Komm, ne, der darf auch einen Boost-Knopf betätigen. Kommt hier auch raus, ist halt nicht die bessere Linie für die erste rechts. Aber das ist viel besser. Und da hat's ausgenüht. Da ist so der Onkel Plan wieder auf P5 zurückgefallen. Das ist übrigens wohlgemerkt einer der beiden Führenden, das rote Auto, rot-schwarze Auto, der einer der beiden Führenden in der LMP. Das war aber knapp. Das war aber beinahe nach Kadikean Vettel-Manier. Ja. Von hinten ein bisschen aufgeschlitzt. Ja, das war jetzt. Ja, das war es eigentlich. Erst einmal hat man gedacht. Ja, ansonsten die Abstände momentan nicht erschrecken. Wir haben da nur noch einen Abstand. Nee, haben wir auch nicht. Es ist der engste Abstand. Also das ist im Moment das engste Ding im Feld. Ja, Information zum einen. Pecher. Ausfall Zecher, darin begründet, Matzenbacher dreht sich, Zecher kann nicht mehr ausweichen, Kabums ist die Antwort. Dann gibt es hier eine Insider-Information, die sich nicht so gut liest. Der Noah Nevi im benzinbetriebenen LMP1 steht wohl dem Quadriga Corsa Auto ein bisschen im Weg. Na, sind 2 Sekunden auseinander. An dieser Stelle ist jetzt die Frage, ob die VE-Jungs da mal den LMP2 dann irgendwann kurz passieren lassen oder auch nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht tut sich's ja von alleine. Der Abstand wird gerade, Moment, hält sich ungefähr bei 2,5 Sekunden, also ja, da ist man noch zu weit weg. Muss man sehen, also wir werden sehen, vielleicht hat dann auch irgendwann der Noah genug, dass im Rückspiegel immer zu Nakura umherschreit. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, vielleicht kann er sich jetzt auch lösen, nachdem er seinen Speed gefunden hat. Jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. 2 Sekunden Abstand, schauen wir mal. So, und was waren das jetzt? Bartels und Dücker. Der Dücker muss nochmal einen Bock gebaut haben. Da muss es kurz gedückt haben. Weil der verliert jetzt ordentlich Teil und ist auch jetzt in die Box abgebogen. Da können wir gleich mal gucken, was da passiert ist. Aber wie gesagt, hier wird spannend und wo es jetzt auch wieder spannend wird, der Tiermann, der scheint jetzt langsam. Ah, okay. Frage beantwortet. Hier ist gerade mächtiges Überrunding angesetzt. Ja. Und der Bichler kommt langsam wieder in Schlagdistanz. Also das Ding ist hier noch nicht gegessen. Für alle, die sich vernachlässigt fühlen in den GT-Klassen, da kommen wir heute auch nicht hin, sobald wieder die Zweikämpfe wieder kommen. Ich sehe schon einen, der da demnächst kommen könnte. Da gehen wir gleich hin. Aber wir warten mal hier das noch ab. Wir warten das noch ab. Das interne Sascha-Level wird es werden. Richtig, Sascha gegen Sascha, K gegen E. Aber wir warten hier die Stadt noch ab. Ja, also hier, das ist nichts mit Schlagdistanz. Das heißt, wir können da jetzt mal beruhigt demnächst. Wobei hier wird es jetzt interessant. Moment, da haben wir sie ja auch im Bild. Da haben wir ja die beiden Saschas davor. Könnten wir umschalten, ohne dass einer was merkt, ne? Wollen wir denn umschalten, Harald?
Also der Abstand wird zwar langsam kleiner, aber Sascha Kappel gerade persönliche beste Runde gefahren. Ja, der wird getrieben, der ist unter Druck. Der hat jetzt irgendwas zwischen den Zähnen, ob es das Lenkrad oder das Gaspedal ist, wissen wir noch nicht. Ja, ich hoffe, er hat das Gaspedal nicht zwischen den Zähnen. Daher entweder das Pedal zu weit oben oder den Kopf zu weit unten. Das war ungünstig für die Konzentration. Ja. Oh, oh, oh. Bichler. Ja. Oh, Gottler. Jetzt hat er schön einen Keil zwischen die beiden Saschas getrieben. Ja, der hätte aber auch beinahe einen Keil in die Wiese getrieben. Ja, seinen orangen LMP1-Keil hätte er da reingebastelt. Ah, das war jetzt ein bisschen böse, ne? Ja, hat man sofort einen riesen Abstand zwischen den beiden Saschas. Ja, so, das bedeutet, wir können jetzt eigentlich mal einen Platz nach hinten huschen. Das sieht man ja schon. Und einen Abschnitten her. Währenddessen Engelhardt langsam wieder aufholen muss auf Kappel. Aber ich denke mal, dass Engelhardt trotzdem einen Zacken schneller kann, vermute ich mal. Wo es jetzt auch interessant wird, ach so, das ist eine Rückholung. LMP1 gegen LMP2, also der Bäcker holt sich praktisch wieder zurück, der versucht langsam wieder in sein eigenes Feld zu kommen, wo er jetzt angekommen ist. So, und da sind wir dann hier bei den zwei Streithähnen. Vorne an der Spitze ist es gerade entspannt, zum aktuellen Zeitpunkt wohlgemerkt. Das kann sich demnächst verändern. Ja, also Platz 2 und 3 kommen jetzt wieder näher zusammen. So, und wo es jetzt auch gleich interessant werden könnte, aber das warten wir mal noch. Ist dann ganz hinten. Aber hier, zeige ich mal, ist auch gerade mächtig Betrieb. So, die Kunst ist jetzt hier in diesem Wahnsinn, zu jeder Zeit die Augen im Spiegel zu haben, zu gucken, was die LMPs machen, was der Gegner macht, trotzdem noch auf Speed zu bleiben und gleichzeitig einen Bremspunkt nicht zu verpassen. Das müssen wir jetzt mal sehen. Also, das ist, wer das hier am besten kann. Wie gesagt, ich bin ja so und so der Meinung, Monza gewinnen die oder stehen die auf dem Podest, die ohne Probleme durchkommen, also die keine Aussetzer, keine Katastrophen oder sonstiges zu verzeichnen haben. Und dementsprechend hat heute hier jeder eine Chance, ein Podiumspodest zu erreichen. Ein Podiumspodest. Ein Podiumspodest, ach was. Ja, das ist so eine Doppelung und ich bin alkoholkranker Arzt. Alkoholkranker Arzt? Ach so, ja. Kranker Arzt oder... Hä? Ach, nein, es ist... Ich, naja, ist ein Insider bei Ärzten, weiß man Bescheid, dass die alle gerne mal, naja. Du bist wohl Hobby-Chirurg, oder was? Weil du dich da so auskennst? Ah ja, so kann man das sagen. Was ich noch nicht verstehe, was die Jungs da machen, hier der Sascha und der Engelhardt, die fahren immer versetzt. Das ist natürlich der für Sascha die GPs, der Engelhardt, ist das purer Stress, ja, dazwischen durchzuschnitten. Also, ich weiß nicht, ob man mich noch hört, weil ich habe gerade hier irgendwelche Aussetzer. Ich auch. Ich habe auch ein stehendes Bild. Was? Ja, ich habe auch ein stehendes Bild. Jetzt fährt's wieder. Toll. Bei dir so, fährt's. Und jetzt sind wir auch sofort nah dran. Jetzt haben wir schon den Windschatten. Also ich sehe noch nicht wieder, ehrlich gesagt. Bei mir steht doch, alles. Der Herr Engelhardt jodelt sich gerade vorbei, hat ihn gekascht. Ja, das ist ja gut, dass du was siehst. Ich ja, höre dich wenigstens noch, das ist der Vorteil. Sascha, Sascha, 1 zu 0 für Sascha, kann man sagen. Ja, dann muss ich jetzt mal gucken. Also da muss bei mir jetzt hier irgendwas schiefgelaufen sein, weil ich sehe und bei mir bewegt sich gar nichts mehr. Nur noch akustisch ist hier was am Leben. Ja, dann bedanke ich erstmal für die ganzen Zusendungen hier per Briefpost. Die waren nämlich schneller als das Bild. Danke, danke, danke. Okay, und jetzt kriege ich auch die Information, dass unser zweiter Übertragungswagen gerade das Zeitliche gesegnet hat. Das war dann ich. Willkommen zurück. Prima, das heißt, du darfst als Zuschauer nochmal versuchen. Ja, macht ja nichts, ne? Wir sind ja pflegeleicht. Wir können das ja. Ich mach alles hin. Wobei mein Auto bei mir selber weiß es noch nicht, dass es schon tot ist. Macht aber nichts. Ja, und der Herr Engelhardt setzt sich hier auch enorm ab. Dudler, ja. Also ich sehe wieder übrigens was für alle, die sich, soll ich denn sagen,
Mitleid mit mir haben. Ja, also Engel hat durch, das Ding ist gegessen. Der Drops ist geloot. Dann gehen wir mal hier auf diesen Zweikampf, der immer noch nicht entschieden ist. Und beobachten das mal. Ja, da könnte ein bisschen mehr dauern, da könnte man länger was von haben. Ja, also wie gesagt, im Moment ist das Feld entspannt. Sobald wie sich irgendwo was entwickelt, sind wir natürlich live mit von der Partie. Das ist im Moment die spannendste Szene. Dieser weiße Audi dahinter, der da ab und zu durchs Bild huscht, das ist Alexander Becker. Der hat im Moment ordentlich Rückstand, um genau zu sein, gut, naja, ich sage mal so 60, 65 Sekunden auf die zwei hier. Weil das kann doch gar nicht sein, 60, 65 Sekunden. Quatsch, das muss über 1,5 Minuten sein. Ich habe in die falsche Richtung gerechnet. Also der hat noch einen Rückstand. Wobei, das hat er auch nicht. Nee, er hat 65 Sekunden Rückstand. Ja, da war ich doch. Aber erklär mir doch mal, wie man mit 65 Sekunden dahinter sein kann. Zumindest dahinter in der Form, dass man noch im gleichen Bild ist ab und zu. Aber egal, ich... Jetzt da einfach konfus, um da mich zu entscheiden. So, jetzt haben wir auch den Berliner im Bild. Auf den beiden fahren nämlich die beiden Freikräne hier zu. So, und ich habe Noah sogar winken sehen, du nicht. Was sagt uns das? Oh, jetzt wird es aber wirklich ein bisschen knubbelig da. Ja. Wie mit der Abschleppschale. Es kommt der Kappel wieder näher ran an den Engelhardt. Was da wohl passiert ist. So, und jetzt riecht doch wieder ein Angriff hier. Jetzt kommt der Angriff. Außen. Man kann es außen probieren. Muss man aber nicht. Ja, also ich sage mal, probieren kann man alles. Ich meine, der Mühlige, der macht das natürlich auch ganz intelligent. Ja, das ist ganz großes Mäusekino, was die zwei hier betreiben. Ja, das könnte auch. Der VE Lambo hat schon Frontfreiheit. Wenn ich nicht ständig was sage, liegt es einfach daran, dass ich nebenbei mit meinem Computer noch kämpfe. Meine Verbindungs... Da, ja. Könnt jetzt... Aber sprich doch mal in ganzen Sätzen. Ja, ich bin immer so verwirrt. Die werden sich hier nicht so richtig einig. Die machen hier Sachen, die macht man nicht. Machen Sachen, die macht man nicht. Ja, wir haben erst 40 Minuten um, noch nicht mal. Und die gehen so mit sich um, das macht man nicht. Erstmal ein bisschen friedlicher zusammen. Boah, also der Plan fährt vor allen Dingen teilweise ganz schön eng auf. Und der fährt jetzt hier gleich eine Boxenmauer. Waren die jetzt mit Knöpfchen oder ohne Knöpfchen? Und wenn, habe ich da so meine Zweifel, dass das... Der drängt den Quadriga fast in die Wiese. Also Ronny, jetzt machen wir ein bisschen langsamer, weil sonst geht das nicht mehr lang gut. Das genau das wollte ich mit den Ansätzen vorher sagen. Also das ist zwischen gutmütig und nicht mehr gutmütig befinden wir uns gerade. Ist ein weites Feld.
Nee, der sieht ja kaum was, ne? Hier, aus einem Tunnel. Da führt dir der ganz schön viel Risiko, finde ich. Ja. Meint, wir haben jetzt knapp 40 Minuten gefahren, ja. Ich weiß nicht, ob der Sprit bei den LMP1 überhaupt eine Stunde reicht. Ich glaube nicht. Nein. Und dementsprechend würde ich hier gar nicht so einen Stress machen. Ich würde in Schlagdistanz bleiben. Und wenn der Kollege vorne in die zum Tanken abbiegt, würde ich halt jetzt ein bisschen Sprit sparen und dann die Runde dranhängen. Ja, so fahren entspannt. Fertig. Ja, ich denke mal so 48 bis 50 Minuten müsste es ungefähr dauern bei den LMP1. Ja. So, aber, hier. Jawohl, das ist das Duell um die Spitze. Uiuiui. Die lassen sich aber Platz, die sind friedlich miteinander. Ja. Konnte man sehr gut erkennen. So, der Müller, der wird sich jetzt kaputt lachen, der wird sich sagen, mach die nochmal. Der eine außen, der andere innen und. Müller in der Mitte durch. Okay, also der Tiermann hat den Bichler doch jetzt glatt. Oh, da stand was rum. Da stand irgendwas. Ich hab's gesehen. Ja. Oh, das ist der Jäger. Philipp Jäger. Nein, der Jäger war es nicht. Der Jäger war davor schon dahinter. Das war irgendein anderes Auto. Okay, dann. Was hatten wir denn da? Mädels, macht keinen Bock Mist hier. Jetzt kommt gleich der Müller. Pass auf. Ich weiß es. Ich riech's. Es war Matzenbacher, kann das sein? Olaf Matzenbacher war es. Das könnte sein. Wenn, ist das auf jeden Fall dem Olaf sein Dach heute nicht. Hinten scheren sie aus, wackeln und zittern. Also irgendwas Spektakuläres passiert heute noch, ich weiß es. Also hier die ersten drei stehen im Stau. Wer wird den ersten Porsche übersehen, das ist die Frage. Weil der Müller, der riecht ja Lunde. Ach Gott, mit diesen Erz und Elz. Jetzt ist der Tiermann wieder vorne. Na komm, jetzt lass doch den Müller auch mal. Ja, der fühlt sich gemobbt schon. Der hat schon kein Dach, jetzt hat er nicht mal eine Führungsposition. Zwei spielen da vorne miteinander und der Müller hinten darf nur hinterherfahren, oder was? Jetzt macht keinen Scheiß. Ich kann gar nicht hingucken. An dieser Stelle tue ich jetzt an alle GT-Fahrer und GT-Teams empfehlen, schreibt eine Petition. Oder macht auch sowas wie die drei hier. Fahrt einfach mal ein bisschen dichter hintereinander her. Dann sind wir auch bei euch. So, und der Engel hat so richtig absetzen kann der sich trotzdem nicht. Also der Kabel, der ist immer noch innerhalb von einer Sekunde dran. Dementsprechend müssen wir das weiter im Auge behalten. Richtig, aber beide zusammen, Engelhardt und Kappel, schließen auf Felix Hein auf. Das heißt, in 6-7 Runden könnten wir da auch einen Dreikampf wie hier erleben. Und dann schalten wir gleichberechtigt mal dahin. Ja, so, da war auch gerade mal der Panos im Bild. Hat kurz gebrummt. Währenddessen, die diesen Tisch gemacht haben. Ja, was mich jetzt interessieren würde, ist, fahren die mit oder ohne Programm? Weil der Müller doch regelmäßig, wenn die frei fahren können, wieder abreisen lassen muss. Also, entweder sagen die sich da vorne, jo, volle Bulle. Oh, jetzt war doch der Bichler schon dran, ne? Ja, da wirklich aus der Berührung, kann aber auch nur ein kleiner Verbremser gewesen sein. Gucken, ob er anfährt. Ich will mal gucken, ob er anfährt. Wir haben hier übrigens eine Störung. Warte. Keine Sorge, alles wird gut, kriegen wir gleich wieder hin. Oder auch nicht. Ja, also genug Windschatten hat er jetzt nicht. So, dann müssen wir mal hier was einfallen lassen uns kurz, bis ich das nachher wieder repariert habe. Oh, da ist noch ein bisschen Qualm in der Luft. Irgendwas ist heute hier auf jeden Fall faul mit dem Internet. Das ist schon mal Fakt. Nein, aber bei und jetzt haben wir beide Duelle aufeinander. Ja, vielleicht ein Dreikampf in der LMP
Und da vorne im Bild fahren die drei LMPs gerade zickzack vorbei. Jungs, mach keinen Scheiß. Kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Herr Müller steckt zurück, er sagt sich jetzt bloß kein Risiko. Richtig. Wo schalten wir denn hin? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt wieder ein Wichler-Angriff, schon wieder außen. Das geht auch schon wieder in die Hose. Das heißt, der Müller kommt wieder ran. Da freuen wir uns doch schon wieder. Oh, das war jetzt nicht auf meiner Uhr, dass das doch klappt. So, dass unser Timing ausgefallen ist, tut mir jetzt wirklich leid. Ich werde es so wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Versuche es zwar, aber ich habe Bezweifel, weil ja leider ich vom Server gefallen bin. Damit unser Timing nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, wir könnten jetzt mal versuchen, ob man nicht doch das Dreiergespann Hein, Engelhardt, Kappel uns angucken. Ja. Da konzentriere ich mich gleich drauf. Da liegen schon wieder irgendwelche Muderhaupten um. So. Die Startnummer, der Herr Kiermeier ist angeboxt. Das heißt, seine Motorhaube war das. Wahrscheinlich. Obwohl jetzt auch langsam die Boxenstops kommen könnten. Ja. Könnte auch ein regulärer Stop sein. Ach, ich muss vorne bleiben. Die fahren nebeneinander. Wirklich leid, aber ich muss hier bleiben. Und jetzt sind auch alle drei wieder zusammen. Ja. Jetzt hat der Herr Müller doppelt in den Schatten. Aber immer noch kein Dach. Jetzt guckt sich das einer an. Für alle, die sich langweilen, sollten jetzt mal Endurance TV einschalten, aber diejenigen werden uns natürlich nicht hören. Frage ist, wer macht zuerst Fehler, gell? Das ist die Frage. Oder wer macht zuletzt den Boxenstopp? Ja. Warte mal, hier war schief gelaufen. Das wollte ich eigentlich gucken, das war aber zu spät. Ich muss leider vor. Es tut mir wirklich leid. Da fängt zum Funkenfluch. Wir sind aber auch schön nah beieinander. Hier fährt ein Lambo in der Motorhaube, ja. Alexander K. ebenfalls an der Box. Ich übrigens die Info schon wieder der Stream anfängt zu lecken. Ich habe jetzt auch langsam die Leck mich am Arsch Stimmung. Ach, Männers. Das ist jetzt etwas weit weg. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken, ob diejenigen, die jetzt wieder Lecks haben im Stream, also scheint wieder übel zu sein, gut einfach nochmal versuchen auf 360 runter zu gehen, bis wir vielleicht irgendwann das Problem lösen. Das macht zwar im Vollbild nicht so viel Spaß, aber wenn man sich einfach einen Meter weiter zurücksetzt, geht's wieder. Ja. Oh, da ist der Müller abgerutscht, hat da total alles verpasst. Also der 360 soll wohl auch nicht funktionieren, das ist das Lustige. Prima. Ronny Plan in Box, als einer der ersten. Ja, aber